Hallo aus der Music Interview Corner. Heute vom ES2 Sommerfestival in Berlin mit Shima. Dankeschön, hallo, da bin ich. Hallo Kathi, wie geht's dir? Sehr gut, und dir? Mir geht's bestens. Ich bin mit Kathi Rausch in der Interview Corner. Heißt genau, so? Music Interview Corner. Music Interview Corner, mir kann's besser nicht gehen. Danke, das freut mich sehr. Und es geht dir sowieso gerade ziemlich gut, ne, weil du ja dein neues Album veröffentlicht hast, Stille. Ja. Und du hast mit der Single Morgen gleich die Charts erobert. Ja. Wie fühlt sich das an für dich? Super. Das habe ich ja alles jetzt nicht so erwartet. Das kam dann doch sehr schnell und sehr laut und sehr viel. Aber es stimmt mich sehr glücklich. Also es sind keine schlechten Voraussetzungen, um weiterzumachen und Deutschland im Sturm zu erobern. Nein. Das fliegen, ne? Nein, ist gut. Fliegen, Stichwort. Genau, wenn wir schon da sind, was war deine Inspiration für den Song Fliegen? Fliegen ist ja eigentlich eine Metapher für Freiheit, also für Vogelperspektive und dann war ich so plump, das dann auch einfach in den Song zu packen und den Titel auch danach zu benennen. Die Freiheit zu besingen, die Freiheit, die ich zu dem Zeitpunkt, als ich geschrieben habe, noch antizipiert habe und von der ich heute so ein bisschen kosten kann. Ja, heute bei dem Auftritt. Zum Beispiel. Und wie hat es sich angefühlt für dich, heute hier aufzutreten bei diesem Festival? Es war super, es ist unglaublich. Also Wuhlheide, man kennt ja, also von der Wuhlheide hat man immer schon mal was gehört. Großartige Konzerte finden hier statt und das ist ein Rahmen, der einen nur ehren kann, so als Künstler. Aber das ist mir heute dann auf der Bühne aufgefallen, ist natürlich auch problematisch, weil, also wenn du dann so eine Riesenkulisse hast, normalerweise, wenn das dann überdacht ist, ja. Ist es halt dunkel. Ja, stimmt. Ich habe von den, keine Ahnung, 17.000 oder 12.000 Menschen, die heute da waren, alle gesehen. Das ist irritierend bei einem Gig, weil du, das hat dann sowas von Wohnzimmeratmosphäre in einem weitergefassten Rahmen. So ein Gefühl, dass sich alle auch sehen. Ja, das war irgendwie strange, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Aber es hat doch auch bestimmt sich gut angefühlt für dich zu sehen, wie die Leute dann mitgehen, wenn du sie schon sehen kannst. Ja, das war tatsächlich so. Also ich habe es sehr gefeiert. Ich musste so ein bisschen mit den Soundverhältnissen kämpfen, was jetzt nichts mit dem Festival an sich zu tun hat, sondern wie das halt so ist. Und hab aber gefeiert. Es war schön. Da waren Leute da draußen im Publikum. Es ist immer wieder schön, irgendwie ins Publikum reinzuschauen. Man sucht sich ja dann immer wieder so Fixpunkte und dann ist dann jemand und der lip-synkt dann das, was du gerade eben selber machst auf der Bühne. Das ist immer so, hä? Achso, ja, der kennt den Song dann wahrscheinlich. Achso, ja, klar. Man müsste den ja auch kennen, weil der läuft ja im Radio oder keine Ahnung, vielleicht hat die Person die Platte gekauft. Das ist dann immer schon auch was sehr Besonderes und Schönes für mich. Also das hast du immer noch nicht so ganz realisiert. Nicht so richtig, nee. Ich merke es jedes Mal auf der Bühne aufs Neue. Hä? Was macht denn der? Ah, klar, die Platte ist ja draußen. Nein, so krass ist es nicht, aber ich feiere es auf jeden Fall. Es ist schön, so zelebriert zu werden und die haben mich zelebriert. Habe ich gesehen. Ich saß da ja auch da drin. Ja. Hast du mich zelebriert? Ja, auch, natürlich. Ich habe dich sogar zelebriert, indem ich noch Bühnenfotos gemacht habe. Die kann man dann auch sehen bei der Music Interview. Und sag mal, wie lange hast du an Stille gearbeitet und wie hast du diesen Arbeitsprozess erlebt? Ich habe sehr lange an Stille gearbeitet. Da gab es verschiedene Stationen. Es gab einmal so den Songwriting und die Songsammlungsphase. Die war sehr lang, weil ich da eine ganze Menge Zeugs verarbeitet habe, das mir selbst widerfahren ist oder was ich beobachtet habe. Also das Album hat auf jeden Fall eine sehr hohe autobiografische Note. Mhm. Und das war auch mit Aufs und Ups verbunden, diese Phase, weil ich nicht immer darüber im Klaren war, ob das dann nun tatsächlich auch passiert in der Größenordnung, wie ich mir das gewünscht hätte, wie es jetzt gerade eben passiert. Du hast ein unheimlich kunstvolles Musikvideo gemacht zu deiner Single Morgen. Ja. Und da sehe ich auch so Anspielungen aus Werke aus der surrealistischen Kunst. Mhm. Auch Bilder von René Magritte werden da zitiert. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Naja, es ging uns darum, mit dem Video was Besonderes, was Besonderes zu kreieren. Das ist natürlich immer der Anspruch, was Besonderes zu kreieren. Aber das waren dann halt so Flashs, die uns dann halt irgendwie alle gefallen haben. Und wir haben dieses Bild von der endlosen Treppe. Das war irgendwie schon im Briefing-Prozess, noch davor, als es um Brainstorms ging. Morgen der Song, wie könnte man das visualisieren? Ah ja, endlose Treppe. Das ist irgendwie, das hört nicht auf. Das ist irgendwie das. Und ist aber auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und die Magritte, das Magritte-Zitat
deswegen, weil es zeitlos ist und weil es was leicht Absurdes hat. Total. Total toller Moment in einem Video. Und das funktioniert ja dann tatsächlich auch im Clip, so wie es gedacht war. Und du hast das alles mitentwickelt, das ganze Konzept. Wo Chima draufsteht, ist Chima drin. Sehr gut. Aber ich bin nicht alleine. Also, für die Fans. Ne, auf jeden Fall. Aber ich bin nicht alleine. Ich habe ein sehr, sehr tolles Team um mich herum, eine tolle Plattenfirma, ein tolles Management. Muss jeder Künstler sagen. Mhm. Ist in meinem Fall aber tatsächlich so. Und deswegen macht es Spaß, so Dinge mitzugestalten, ins Leben zu rufen und dann auch umzusetzen. Und mit Erfolg, wie man jetzt aussieht. Wenn du das sagst. Ja. Und sag mal, hast du einen persönlichen Lieblingssong auf Stille und warum? Ich weiß nicht, ob es ein Lieblingssong ist. Auf jeden Fall ein Song, den ich persönlich sehr, sehr, der mir sehr wichtig ist. Es gibt den Song Stille, nachdem ich ja auch das Album benannt habe. Und bei dem Song habe ich im Studio Dinge ausprobiert, die jetzt so nicht üblich sind. Also ich habe mit dem Refrain von dem Song, den habe ich ja gesprochen. Und musste mich während des Prozesses, also während des Aufnahmeprozesses durchsetzen gegen eine ganze Menge Leute, die der Meinung waren, hä? Eigentlich singen. Und ich war aber wir wollen hier was von Stille erzählen und vor allen Dingen von der Lautstärke von Stille. Also die Lautstärke, die über Stille möglich ist, wenn Stille intensiv ist. Dann muss ich sagen. Aber das war aus dem Kopf gedacht und konzipiert. Und ich war mir nicht immer im Klaren darüber, ob das auch funktioniert. Und es funktioniert aber großartig. Also wenn ich den Song höre, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, den Song zu hören, werde ich immer wieder tatsächlich wenn der Refrain kommt, in so eine ganz bedächtige und intensive Stimmung gezogen. Und das hat was damit zu tun, dass es eben dann nicht aufgeht, sondern runtergeht. Ja gut, dass du dich da durchgesetzt hast, künstlerisch. Ich setze mich am Ende des Tages meistens durch, aber gut, dass ich da mal eine richtige Entscheidung getroffen habe. Chima, vielen Dank für das Interview. Kathi, ja. Rausch, hat mich sehr gefreut. Und weiterhin alles Gute, dass es weiter so gut weiterläuft. Danke. Danke dir. Und tschüss aus dem Music Interview Corner.